the power of the dark side, 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 side. Ja, ich bin 19. Noch nicht oben. Ich dachte, es sind nur zwei Teleporter, aber. Ja, du brauchst ja schon mehr für zwei. Raumfahrer, du musst noch rechts, oder? Ja, keine Ahnung, was die Rakete jetzt abgefangen wurde, Alter. Vom Stein, Stein, ja. Ja, aber die war rechts neben Stein geschossen, eigentlich. Ja, das Ding hat null. Das kassiert. Ist halt lächerlich. Bitte dumm. Rex, du bist schon noch bei mir, oder? Ja, ich bin im Busch und 8000 Teleporter. Wenn jetzt wenn der Parase jetzt von hinten kommt, dann fange ich an zu weinen. Hab Stecker, steh auf. In der Schlucht Metall fahren. Ja, in der Schlucht. Ja, klar. Runter da. Wir haben gerade geklärt, da ist so viel Metall, da sind so viele goldene Steine. Betonente soll auch mitkommen. Also clean ist was anderes, aber. Ja, was haben wir noch Probe zum Schleppen? Diplo, Terry, Terry kann viel tragen. Gut, ich komm dort mit. Das Terry ist fast tot, ne? Das ist egal. Das ist. Stego ist gezähmt. Jetzt, wo ich nur gerannt bin. Egal, ich schick hoch. Also, den muss dann oben jemand vom Teleporter sich holen. Oh, mein Diplo ist schon mal voll, den parke ich schon mal um. Wo ist der Teleporter oben? Siehst du gleich, wenn der Diplo auftaucht. 174er Diplo-Dokus. Also. Dass ich lohnen wird. Soll ich den mal mitbringen? Ich hab nicht gehört, was. 174. Ja. Gut. Ich tame nämlich gerade einen 64er, glaube ich, einen 108er und einen 174er. Ist wichtig, einen müssen wir auch immer zum Raid mitnehmen für den ganzen Stuff. So, ja, okay, brauchen wir eigentlich nicht, ja, ist egal. War gerade ein bisschen fail. Mach. Aber halt immer ja, so, okay, eine Raid und so Base brauchen wir ja eh. Das heißt, wir müssen Turrets auf Lager lassen. Wenigstens ein paar. Dann. Willst du echt eine Raid Base aufbauen? Also, ich hatte eher gedacht, wir machen das immer so schnell. Ja, es kommt halt immer darauf an, wie weit man von der Base entfernt ist. Ja gut, komm da. Wenn der Teleporter jetzt weg ist, muss ich trotzdem noch Teleporter ist weg, bleib aber trotzdem mal bitte hier. Gehen wir weiter vor, guck ob noch einer ist. Komm her, 180er. Okay. 180 habe ich auch noch gefunden. Leck. Ich mach schon. Ja, Kohle farmt. Das könnte sogar wirklich sein. Hier war die ganze Nähe links noch einer von anstandslos. Meine Mini-Steinhütte steht noch. War gut. Ich glaube, die sprengen sich auch gegenseitig schon mal weg. Ja. Haben wir Heilschwein? Nein, noch nicht. Wir noch. Sag ich schon die ganze Zeit, aber. Ist hier keiner mehr? Raumfahrer, bist du schon hoch zum Ausladen? Nö, ich bin noch unten. So, Rex, bleibst du trotzdem ein bisschen hier, dass sie jetzt nicht überrascht werden. Oh, noch ein. Zurücklatschen, oder? Für den Diplos, oder? Ja, ja, bring ihn zurück, der ist ja voll. Impi, kannst du noch was tragen? Jetzt ist aber vorbei bei dir, oder? Oder geht noch? Ich bin auch voll. Du bist voll? Ja, ich bin voll. Hoch. Hier go, schon hoch. Metall haben wir jetzt halt ein bisschen was wieder. Habt ihr den Typen gelootet, der hier rumstand? Ja, ja. Ich hab jetzt einen Skin. Rex, du kannst mitkommen. Hin? Nach oben? Gehen alle hoch, ja. Okay. Hey, der hat mehrere tausend Metall dabei. Ist. Wär doch schlau, ne? Mhm. Warum? Ja, hier liegen ein paar tausend Metall rum in der Leiche von dem. Mein Raptor hat eigentlich hab den gefressen. Ja, dann solltest du das aber trotzdem vielleicht sagen, weil. Ich hab doch gesagt, er hat den gefressen, aber ich hab's gedacht.
Metall dabei. Ja, oder? Das Metall hat er nicht mitgenommen. Also vielleicht nochmal ein Welt hier runter und das Deck weiter. Okay. Da liegen jetzt noch irgendwie 6000 Metall oder so. Wie lang noch? Nee. 9 Minuten noch. Der erste, wo leer ist, rennt runter. Unbedingt Wasser, Alter. Mein Charakter jammert die ganze Zeit. Also ich komme mit 2 Viechern runter, Alter, aber lauf dann zu Fuß hoch. Ja, bist du wenigstens voll mit Metall? Ja, ja. Deswegen läuft er auch so langsam. Was denn? Mann, und die Tür lassen sie auch offen. Eieieiei. Ja. Geh auch nicht zu. Vielleicht vorne am Krüppelaufgang wären Turrets gar nicht schlecht. Ja, wenn Turrets von oben schießen, kannst du sie auch nicht tanken. Auch nicht mit dem Stego ordentlich. Schlecht. Mikro. In manchen Forges ist kein Holz mehr drin. Du musst in die anderen Forges mal reinschauen, die sind gerammelvoll. Aber ja, manche sind eben leer. Deswegen das mal vielleicht ein bisschen aufteilen. Und das war ja weiblicher der Robert. Haben wir Super Forge? Nee, brauchen wir nicht. Was denn? Machen wir lieber Dutzende kleinere, so ist immer besser dran, muss nicht extra mal Material raushauen. In jeder Forge erstmal 500 dran ist. Dass alle erstmal wieder brennen. Okay, ja. Hier ist schon aufgefüllt. So, den Stein aus dem Teri am besten gleich irgendwo rein und dann mit dem Teri wieder runter und das restliche Metall holen. Da ist jemand mit Bionic. Wo? Was heißt da? Bei mir nur. Ja, wo bist du? Oh, da ist noch einer mit einem Raptor. Ja, wo bist du? Island. So, gerade geht los. Wer kann mit dem Teri Nuna? Teri ist leer. Kann ich nicht, ich hab mich voll gemacht damit. Ach so. Dass es leer ist, weißt du? Ja, geht irgendwer mit Teri? Die Bench ist over. Ja. Ist einer los mit dem Teri? Hey, Antwort. Weiß es nicht. Ich denke, wenn nicht, wenn keiner antwortet, denke ich nein. Ich hab niemanden damit los. Ah, da ist es. Okay, es ist keiner damit los. Ja, dann go. Ja, dann muss ich jetzt wieder, oder wie? Ja, wir sind gerade hier am Metall ausladen. Ja. Kann ich alles machen. Ja, es wäre aber schlau, einfach schnell das Metall zu holen, bevor sich irgendwer anders ist, Kai. Ah, die haben Perlen gefarmt. Wo ist es, der Rieschke? Ich bin jetzt schon los. Nimm mein Perlwirt und komm hinterher. Ist doch Bazooka drin? Nein. Und trotzdem hinterher. Wo bist du? Ich sieh dich nicht. Ich bin schon unten. Ja, ich komm geflogen. Ja, in der Schlucht schon am Eingang. Ich komm von oben drin. Bin auch schon drin. Sieh ich jemanden, du bist weiter vorne. Ich sehe keinen. Bist du einmal durchgerannt schon? Ich bin jetzt hinter da. So, hier direkt in Rex rein. Teri. Oder so, mach ich. Bitte schön. Na warte, ja. So, wer geht damit zurück? Ich wohl wieder. Wohin mit dem Shit hin? Bench. Ausschmeißen Bench. Oder? In die Bench. Halt alles voll, ne? Der ist gerade so scheiße. Wir können uns gleich wieder ein Holz machen für die ganzen Fortes. Wobei, ich glaube, wir haben sogar noch was da, oder? Harry macht schon. Jetzt haben wir 6200 wieder. Oh, falsche Richtung. So, mehr kann ich jetzt nicht überladen.
gleich wieder. Hier in den Diplo lade ich jetzt schon mal das Metall rein. Das ist geschmolzen. Wahnsinn, Alter. Das lohnt sich so krass. War okay. Lotere mit dem ganzen Zeug ist oben. Ah, und dann 2 Megalotsaurus ausgenockt. Fang ab. Hier muss überall noch Metall rein. Ja, in Teri. So, Stein. Damit man Zement mag. Zement haben wir zum Wegschmeißen. Dann würde ich sagen, gleich wieder Lust zum Tamen, ne? Holz holen. Oder Holz mit aufnehmen. Ist Imperium. 8000 oder so. Reicht, glaube ich, erst in dem Moment. Dann können wir nämlich direkt wieder tame gehen. Also, ja gut, dann haut ab. Voll mit Metall und Holz. Mal sehen, wie weit wir dieses Mal kommen. Ich verreck gleich, Alter, weil ich hier die ganze Zeit die Forges auslade. Na. Hat sich irgendjemand dann schon mal um Holz wieder? Also, dass die Forges halt befeuert werden. Kriegen wir vielleicht noch irgendwie Erdressourcen als die 2 oder so, weil die sind auch schon wieder kacke voll. Ja. Da. Weil dann könnte man auch Erdressourcen wäre nicht schlecht. Den zweiten Diplo halt noch leer machen. Meinst du? Ja, der zweite Diplo ist mit Stein und allen Kram vollgewatzt. Dann wäre hier ist er. Wenn jetzt schmeiß ich halt alles raus. Kann ich auch machen, ist auch kein Problem. Ich kümmere mich um Tresor. Ich glaube, wir haben echt zu viel gefarmt. Wir haben so viel scheiß Metall. Wolltest du Metall haben, oder? Wahnsinn. Was suche ich jetzt? Normal, was fehlt Metall? Ende platzierst du den Tresor oder wo soll der hin? Guck mal in den Diplo hier rein, in den 84er. Ja, habe ich schon gesehen, das Metall. Wahnsinn. Ende, Tresor. Ich sag ja, wer braucht eine Superforge, wenn man auf normale Forges braucht? Wo will ich Tresor haben? Ich dachte mir eigentlich, wir werden sie platzsparend weiter in den Außenring integrieren. Okay. Aber also so insbesondere hier auf den beiden Seiten, oh, hier so. Ich meine, irgendwie finde ich sie da am praktischsten, weil wo bist du? Schon so ein bisschen zu bin hinter da. So, wo? Ja, hier so auf den Seiten, ne? Ein bisschen. Finde ich persönlich am besten. Ah, das ist ein Typ mit den Bionics wieder. Aber wir brauchen ja nicht wirklich viele Tresore, nur so 5 oder 6 für unser ganzes Zeug. 20. Also Stapel. Tresor steht. Jetzt nicht. Na, jetzt musst du da aber noch eine Tür hinsetzen. Ja.
Hab ich gemerkt. Da stellt uns nachher noch jemand das. Lass doch einfach die Tür offen, wenn du durchläufst. Mach nur die äußere Tür zu. Wir wieder 10. Irgendwas wollte ich noch mitnehmen vorher. Ich hab eigentlich alles. So. Ich bin dabei. Inti, kommst du mit? Holt mal einer bitte noch schnell Biotoxin. Das ist sau wichtig, weil wenn wir Shocking Darts haben, das ist mega geil. Hol ich du schon, weil das Eisen hoch, ne? Ja, ja. Kommt aber nochmal was dazu. Ja. Gut, Abflug. Ich kann nicht fliegen. Ja, wieder da, wo wir eben waren. Doch geil, ey. Sind die Schlucht dabei? Das war das knapp. Nein, also über die Schlucht auf die Brücke. Okay. Zu Pfeile dabei? Ich weiß noch, wo es heute ja, losging. Da hat es am Metall gemangelt, ey. Ja, da war nicht mehr viel da, aber. Ja, das waren noch Zeiten. Nachdem ich ein paar Frotches gebaut habe. Muss warten, ich bin nicht so schnell. Ich weiß. Also schnell, also bin ich schon, aber nicht in der Luft. Du bist nicht schneller. Ist wohl. Echt? Okay. Ja. Brauch dich da müssen. Siehst du? Schneller. Elan, was denn? Scheiße labern oder was? Ja. Ey, was macht ihr? Ihr seid unterwegs oder was? Ja, ja, wir sehen gerade. Ich hab mich gerade verlaufen. Wir haben es vor. Kann ich einfach runterspringen und gucken, ob hier unten was ist? Nee, ich frag mich gerade, wo ich hin wollte. Ich hab nochmal über 1800 Metall. Kann ich irgendwie boxen und hochziehen? MP ist gerade bewusstlos umgefallen vor mir. Ja, ich wollte zum Wasser rennen. Da hätten wir doch schon einen, oder? Guano da. Scheiße. 114. Ja, ignorier's. Herrgott, nochmal die Lex, ey. Gott. Wohin willst du eigentlich? Einmal mit helfen ausladen hier den roten Diplo. Geradeaus weiter. War schon die ganze Zeit. Wow, die Wasserleitung ist crazy. Ja, ja, die backt die ganze Zeit hin und her. Ja, ne, aber der Ding, weil der Brunnen immer wieder leer ist. Oh, du bist voll komisch im Laufen. Ja, weil ich selber nicht genau weiß, wo ich hin will. Wir laufen gerade Schlangenlinien. Was? Wir brauchen wieder Perlen. Irgendjemand muss Perlen holen. Jetzt war der ganze Fabricator voll mit Perlen. Wo denn? Der erste. Oh, ah. Guck mal, Rudi. Ja, warum haut man 20.000 Perlen in einen und im anderen ist nichts mehr drin? Weil es verarbeitet wurde? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Oh, Electronics. Braucht man, glaube ich, am meisten für Turrets. Den ganzen anderen Müll haben wir wie Scheiße da. Lass mal noch ein paar mehr Fabricator bauen, das die craften wir ein bisschen zu langsam, die Electronics. Oh. Ich bin Wasser. Guten Flug. Ich darf laufen. Ah, oh, wir brauchen Metall, Metall, Metall. Sorry. Auch schon ausgeladen, jawohl. Es reagiert gerade gar nichts. Ich kann nichts mit Tieren machen, weil die nur durch die Gegend backen. Das muss halt zu uns sind, low on the base, alles gut. Hm. Hauptsache der Base geht's gut. Er ist unten am Wasser. Ja, ich auch hier. Hier ist immer perfekt. Da. Ja, du siehst mich. Sehe ich dich. Pass mit Turrets auf. Ich sehe hier keine Turrets. Ja, ich weiß ja auch nicht, aber wenn du sie siehst, ist ja auch schon zu spät. Oh. Alter, der erste Vault ist voll. Der zweite Vault ist voll. Jetzt wäre mal hier der dritte gebaut. Da lege ich mal die ganzen Raketenwerfer und so rein und die Raketen. Ja, dann baust du halt noch, kann man ja noch einen bauen, ja, wo dann halt nur so ein Kram reinkommt. Alter, wir haben viel zu viel Scheiße, Mann.
Und pass mit Kentros auf. Das tut weh. Deswegen sag ich dir das. Vor allen Dingen, wenn man jemanden weiß, es hat, der komisch läuft. Ja, ich hab halt Angst vor Kentros und Tyrrell. Dann lauf ich vor und du folgst mir einfach. Sorry. Ich hab also über 30 Turrets haben wir jetzt schon, in, die wir einfach setzen können. Electronics haben wir hier. Hier habe ich einen Reiz da rein. Alter, okay, wir haben gute Electronics. Da willst du nicht rein. Ja. Da will ich nicht rein, okay. Wir Fabricatoren, die ganze Zeit durchlaufen, also. 3200 Electronics. Okay, hier kommt noch ordentlich dazu. Da ist ein Rex, warte mal. Wenn das nicht gerade ein Alpha-Rex ist, könnte man den vielleicht. Ja. Level 24 hat sie erledigt. Sieht aus wie ein Alpha-Rex. Naja, Tresor. Ja, das ist richtig der Alpha-Rex, Alter. Ja, ist halt komplett knallrot, ne? Aua. Da ist noch ein Rex, der ist noch Baby-Rex nur. Ah. Aber der wäre 24 gewesen. Oh, da ist noch ein roter Rex. Noch einer. Was ist denn hier mit den roten Rexen los? 66. Auch zu low. Und das ist eine Höhle. Also 30 Turrets haben 102er wir, Electronics Stego. Haben wir für nochmal 80. Brauchen wir noch einen 102er Stego? Ja. Ja, okay. Okay. Stego zu Turret-Dinger. Aber zu low. Naja, komm. Ist egal, die Masse macht's. Das hab ich mich schon wieder selber mit dem Pfeil getroffen. Wenn der mit dem Stego vorkommt und 5 C4 platziert, kann Tavaras wert. Okay. Es reicht schon eins. Ja, der wird 5 überleben, yep. Denke ich. Ja, überleg mal unseren Rex mit 30k HP bei 0,4 Turret-Schaden. Weißt du, wo ist denn das Teil? Wenn der nicht getamen wollte. Das ist komplett broken. Also Metall haben wir, jetzt müssen wir Holz reinladen in die Forges. Gehen die alle aus? Würde von irgendwas nehmen, hat das schon jemand gemacht? Genau was. Ja. Ich bin schon dabei, Holz zu holen. Okay, der 180er und der 174er sind in der Arbeit. Gerade den Stego. Ich hab einen Rex und du machst. Ich hab einen Rex schon. Der war schließlich low. Manche Forces sind komplett vollgeklatscht mit Holz und in anderen ist gar nichts mehr drin. Wow, jetzt fällt da oben. Achten, da ist ein Saber. Ja, hier ist nicht nur ein Saber. Ach, hier ist nur ein Typ. Ich verfolge gerade so ziemlich alle oben. Ja, wir brauchen ziemlich schnell Holz. So, Stego rennt weg. Ah, ne, gar nicht gut. Du hast doch eine Kettensäge, oder? Pole. Ja. Und dann kannst du mit der Kettensäge runterkommen, mir helfen, aber den Diplo relativ schnell voll. Ja, wo bist du? Wenn du unten das Tor rausgehst, wo der Stego lag, direkt links. Da chill ich immer und hol Eisen und Holz. Bitte ich. Ja schon, hast du Bären reingelegt? Oh, bin bei dir. Jo. Nein, noch nicht. Kannst du mit dem Diplo zu mir hinfahren? Machen wir auch. Du hast den Adler noch auf Follow. Nicht den Adler, den anderen nicht. Renn weg! Aber du lockst halt alles direkt zum Stego, ne? Sehe ich, was über mir ist? Naja, du hast auch den Raptor hingelockt. Ja, den habe ich auch nicht gesehen. Jetzt hab ich beides hier. Augen auf im Straßenverkehr. Vor allem ist der Abraptor auch gleich noch 174. Ui. Tape. Ich war auch dafür, aber. Pass besser auf. Oh, die bloß, glaube ich, voll. Wir können ein bisschen was ins Pferd reinladen, damit du schneller laufen kannst. Kann auch 8000 tragen.
Junge, wir sind die Blue Man Group, Alter. Was? Ja, wir sind nur mit blauen Tieren unterwegs. Stimmt sogar nicht. Meiner ist auch halb lila gefärbt. Okay, lila, aber fast. Kannst du schon schneller laufen? Schau mal. Einer ja. Ja, wo sollte gehen? Perfekt. Bau dann Gas mal heim. 156er. Wir sind weit, brauchen wir nicht. Ist noch ein Stego. Oh, mehr Melee Damage ist immer gut. 24. Bring du dummer Gaul. Hast du jetzt eigentlich was zu essen in das Inventar von dem Viech gelegt? Ja, hab ich. Oder da ist ein Argy, der aussieht wie ein Alpha-Argy, auch wenn es kein Alpha-Argy gibt, aber der... Danke dir. In Anunnaki schon. Ja, aber nicht in... Anunnaki ist aber scheiße. Was? Erzähl, bist du den einen Celestial Drake und damit kannst du den ganzen Server ficken. Ja. Reicht schon Poison Drache, Poison Weibern. Poison Pete, es reicht schon Poison Pete. Und am Anfang Poison Pete, das ist GG. Ja. Da musst du zwar ins eigentlich schwerste Gebiet im ganzen Anunnaki, um den Poison Pete zu bekommen, aber wenn du es hast, dann, ja, dann geht's warum schnell. Redwood ist doch easy, Alter. Naja, überall alles voll mit Dingen. Dodorexen, aber hey, egal. Easy. Ja. Kein Ding für den King. Die mache ich alle mit dem kleinen Finger. Wer bebaut ein Paratheer? Keiner. Wird. Dann macht Impi das jetzt. Das sollten aber zweimal Leute machen. Teddy!